Herzlich willkommen, ist auch bei uns im Studio, wie angekündigt, Chefredakteur Klaus Hermann. Klaus, danke, dass du so schnell da bist. Auch bei uns natürlich im Haus eine gewisse Aufregung zu spüren. Wie hast du es, die Pressekonferenz, miterlebt? Aufregend, weil ich habe ja schon viel erlebt in meiner journalistischen Laufbahn, aber so etwas, so einen Ausnahmezustand, so eine Bedrohung auch an den Grenzen, daran kann ich mich nicht erinnern, dass wir so etwas schon einmal gehabt hätten. Wir hatten ja schon Vorinformationen, es hat ja noch gestern geheißen, es wird wahrscheinlich im Laufe der Woche, gegen Ende der Woche zu weiteren Maßnahmen kommen, vielleicht zu Veranstaltungsabsagen. Aber dass das über Nacht, ich habe dann, ich glaube um 1 Uhr in der Nacht, von einem hochrangigen Politiker ein SMS bekommen, es wird alles jetzt vorgezogen, weil die Entwicklung in Italien zu besorgniserregend ist und Österreich muss jetzt schnell reagieren und mit neuen Maßnahmen nachlegen. Und das ist jetzt eben heute Vormittag verkündet worden und das ist wohl schon sehr weitreichend und wie es ja auch, glaube ich, wörtlich gesagt worden ist, das ändert unser Leben. Das ändert unser Leben. Und viele bei uns haben gesagt, sie waren selber nicht dabei, aber so stellen sie sich's vor, was zuletzt vielleicht im Krieg, dass man den Leuten gesagt hat, bleibt sie eher zu Hause, vermeidet sozialen Kontakt. Ja. Also wir können uns alle nicht erinnern, dass wir das jemals sonst erlebt hätten. Können wir Gott sei Dank nicht uns an sowas erinnern. Und ich glaube, man muss ja dazu sagen, es ist ganz wichtig, wir werden das hoffentlich alle miteinander auch gut überstehen. Diese Hoffnung oder diese Wahrscheinlichkeit ist ja extrem hoch, dass es vielleicht den einen oder anderen von uns erwischen wird und der dann Fieber hat oder ein paar Tage außer Gefecht ist, damit ist zu rechnen. Aber wir hoffen schon, dass das ganze Österreich das gut bewältigt. Und ich glaube, jetzt geht es darum, und daran hat ja die Politik auch so appelliert, jetzt vernünftig zu sein und sich zurückzuhalten, um vor allem ältere und gefährdete Personen besonders zu schützen. Ich glaube, darum geht es jetzt einmal vor allem. Klaus, ich habe jetzt eine Menge Fragen an dich aufgeschrieben, die schon die Politiker nicht beantworten konnten. Ich möchte es trotzdem probieren, vielleicht ist es eher ein drüber plaudern, als ein klare Antworten geben zu können. Das Erste, was einmal alle betrifft, sind die Veranstaltungsabsagen. Es gibt da natürlich verschiedene Kategorien von Veranstaltungen. Helene Fischer hätte jetzt in ein paar Tagen bei uns gesungen. Viele andere Dinge, die betreffen die Leute vielleicht noch etwas weniger, aber dennoch auch für die Medien ist das eine große Auswirkung. Das ist auf jeden Fall eine große Auswirkung. Ich bin auch relativ überrascht. Zunächst war ich überrascht, dass Österreich so lange gezögert hat mit Veranstaltungsabsagen und jetzt aber gleich einen Schritt weiter geht als unsere Nachbarländer. Soweit ich informiert bin, bis jetzt sind Schweiz, Frankreich, Deutschland mit Verordnungen, mit Absagen von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zusehern oder Besuchern. In Österreich sind es jetzt mehr als 500, also halb so viele. Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen. Also da geht es jetzt wirklich mit dem Rasenmäher über fast alles drüber. Das ist schon sehr rigoros, aber ich glaube auch notwendig, auch wenn du überhaupt als Sportmensch, wenn ich mir denke, dass jetzt in Linz am Donnerstag das Fußballspiel des Jahrzehnts, zumindest wenn nicht des Jahrhunderts, gegen Manchester am Plan steht, wo, glaube ich, das Interesse war für 40.000, 50.000 Eintrittskarten, reingehen ins Linzer Stadion eh nur 16.000, glaube ich, und jetzt darf keiner rein. Das ist natürlich schon eine Katastrophe, aber damit muss man jetzt leben. Oder die Messen, die an dem Wochenende sind, oder viele andere Veranstaltungen. Wir recherchieren gerade, was bedeutet für die vielen Ostermärkte, die an dem Wochenende geplant sind. Grundsätzlich gilt ja der Aufruf der Politik, sich jetzt mit sozialen Kontakten zurückzuhalten. Also muss man auch davon ausgehen, man sollte auch nicht zu einem kleinen Ostermarkt gehen, auch wenn dort vielleicht nicht mehr als 100 Personen sind oder mehr als 500. Aber trotzdem sollte man sich da zurückhalten. Es sind mehrere Punkte, die du gerade angesprochen hast. Sport, sehr interessante Bundesliga, mit denen habe ich gesprochen, beraten sich gerade. Also die sind natürlich, es wird jeder ein bisschen überrumpelt jetzt mit der Situation, weil das ja auch weit hinunterreicht. Das ist ja, was sagt man jetzt einem Viertliga-Club, einem Fünftliga-Club, der eventuell vielleicht normal nur 100 Zuseher im Freien hat, aber die Vereine in seiner Region spielen alle nicht und keiner weiß, wie viele Leute würden dann dorthin kommen. Also es ist sehr weitreichend. Eine realistische Prognose ist da noch gar nicht abzugeben, glaube ich, oder? Es ist ganz unmöglich. Auch wenn jetzt zunächst einmal die Rede davon war, wenn ich es richtig im Ohr habe,
zunächst einmal bis Anfang April, aber mit 1000 Fragezeichen. Und also im Moment ist das überhaupt nicht einzuschätzen, wie lange es dauert. Und es ist ja auch ganz klar gesagt worden, ich habe das notiert, der Bundeskanzler hat das ja ganz klar auch definiert. Wir werden weitere Maßnahmen als die heute verkündeten setzen müssen. Also da kommt noch was. Das war sicher noch längst nicht alles. Da wird noch einiges nachkommen. Ein Thema auch die Kirche, das ist auch schon kurz angesprochen. Messen sind einmal vorerst wahrscheinlich auch abgesagt. Ich habe nur eine Information bekommen, dass die Moscheen einmal ihre ganzen Messen abgesagt haben. Die katholische Kirche und die evangelische, die werden auch nachziehen, ist anzunehmen. Es steht auch die Erstkommunion an. Die Erstkommunionen werden auch wahrscheinlich ins Wasser fallen. Wie kannst du abschätzen, wie ist das realistisch, wenn jetzt alles aufgeschoben wird? Wie viel muss dann aufgehoben werden? Oder sind es Dinge, die komplett ausfallen werden? Sagt man, es gibt in dem Jahr keine Erstkommunion? Oder kann man sowas alles aufschieben? Also das mit den Erstkommunionen ist für mich ein persönliches Problem, weil meine Töchter, unsere Töchter, Erstkommunion hätten. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir wäre es, glaube ich, am 21. Mai. Ja. Bis dahin ist noch einiges an Zeit, hoffen wir, dass es vielleicht bis dahin wieder möglich ist, aber im Moment kann man nichts Klares sagen, ob größere Veranstaltungen im Mai schon wieder stattfinden werden können. Es gibt pessimistische Prognosen, die sagen, dass es dann erst so richtig ausgebrochen sein könnte. Es gibt einerseits die Hoffnung, dass man den größeren Ausbruch von Corona möglichst weit hinausschieben kann. Das ist ja, glaube ich, auch Grund oder ist sicher Grund für die heute verkündeten Maßnahmen, dass man die Grippewelle übersteht, wenn die Grippekranken aus den Krankenhäusern draußen sind, wovon man ausgeht, dass das in 3 bis spätestens 4 Wochen der Fall ist, dass dann Platz für Corona-Kranke ist. Deshalb versucht man es jetzt rauszuschieben, aber es scheint unaufhaltsam zu sein, dass das Coronavirus über uns drüber schwappen wird. Ein heißes Thema natürlich auch die Fußball-Europameisterschaft, wo sich die Leute jetzt schon bei diversen Lotterien die Tickets ergattert haben. Ich glaube, auch wir selber haben vor, Tickets zu verlosen. Ja. Auch da ist über allem ein großes Fragezeichen. Es ist ja noch einmal zur Info die erste Europameisterschaft, die in so vielen verschiedenen Ländern in Europa ausgetragen wird. Mit vielen Reisen zwischen vielen den Städten, auch die Fans in einem richtigen wahren Zirkus, die von einer Stadt zur anderen reisen. Und das ab Mitte Juni. Ne? Das ist kaum vorstellbar. Ja. Also ich habe bis vor wenigen Tagen habe ich noch immer gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so lange dauern kann. Mhm. Aber allein mit den vielen verschiedenen Orten, wo das ist, ist das jetzt wirklich schon ein Thema, dass das wackelt natürlich. Wobei, auch auf eins möchte ich verweisen, die ganz große Hoffnung, die viele der Experten, medizinischen Experten hegen, ist ja, dass Corona mit der wärmeren Jahreszeit deutlich abflaut. Vielleicht sogar so wie bei der Grippe vorbei ist. Da gibt es gewisse Vorbehalte, da gibt es Gegenbeweise, weil in Singapur, wo es ja jetzt schon warm ist, grassiert es trotzdem. Aber dass es zumindest sich dann abflacht, diese Hoffnung ist groß. Vielleicht gelingt es uns in Österreich so wie in China, muss man sagen. In China hat es begonnen zu Jahresanfang. Jetzt haben wir März und in China geht es dramatisch nach unten. Das macht, glaube ich, die größte Hoffnung. Es stellt sich halt immer auch die Frage, wie viel wird getestet? Das ist auch sowas, was man jetzt natürlich, wir sind alle gewohnt, schnell Nachrichten aufzuschnappen. Wir haben alle unsere Quellen, wo wir uns informieren. Und viele sagen halt, in China wird es doch aufgehört damit, zu untersuchen, ob die Leute den Corona haben. Ja? Also das ist jetzt auch, da sind viele Fragezeichen auch im Umlauf. Da bleiben viele Fragezeichen, das ist ganz klar. Wobei an sich schon versichert wird, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, das nicht den Chinesen allein überlässt, sondern dass das gut überwacht wird. Also dass diese Zahlen, die da aus China gemeldet werden, doch ernst zu nehmen sind. Hoffen wir es. Notfallpläne, Hamsterkäufe, das sind jetzt so meine zwei großen Themen, die ich noch mit dir besprechen möchte und auch wie unsere Regierung darauf reagiert. Hamsterkäufe waren vor 2 Wochen schon erstmals ein Thema in Österreich. Da waren 1-2 Tage lang die Supermärkte wirklich leerer als sonst. Glaubst du, wird es jetzt wieder eine Welle geben an Hamsterkäufen? Ist schon möglich, dass man jetzt einlagert, aber wie wir heute auch in der Redaktion schon besprochen haben, es ist schon lustig und Anführungszeichen, dass man jetzt, dass viele Leute jetzt Sachen hamstern, die nicht gerade die beste Qualität an Lebensmitteln sind, dass man ja an sich seit vielen Jahren
drängen, möglichst frisches, gutes österreichisches zu kaufen. Jetzt kaufen viele plötzlich Konservendosen mit allen möglichen Konservierungsmitteln drinnen. Aber ich glaube, es wird kein Massenwahnsinn, kein großer Hamsterkauf-Wahnsinn ausbrechen. Notfallpläne, die Regierung hat schon ein bisschen angesprochen, Unis werden geschlossen und so weiter. Notfallpläne, wenn wirklich viele Erkrankte da sind, ist auch eine Situation, die wir noch nicht hatten. Also kann man da eigentlich auch nur in der Glaskugel lesen, was dann passiert. Wie das dann tatsächlich ist, wenn das eine ganz große Anzahl an Erkrankten betrifft, ist heute schwer zu sagen. Es geht vor allem, glaube ich, darum, dass der Betrieb in den Krankenhäusern aufrechterhalten werden kann. Das ist das Allerwichtigste. Eine Frage auch noch, Sebastian Kurz war vor wenigen Tagen da bei uns, hat uns allen noch kräftig die Hand geschüttelt. Heute bei der Pressekonferenz hat er verkündet, dass er jetzt nicht mehr Hände schüttelt. Hat die Regierung das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, glaubst du? Das ist eine gute Frage. Ich höre schon, es gibt so viele unterschiedliche Stimmen. Wenn ich mir die Leserbriefe anschaue, die wir bekommen, die reichen vom einen Ende, vom einen Pol, wie alles bei weitem übertrieben und Unsinn und nicht mehr als eine normale Grippe auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, warum hat die Schweiz schon sehr viel strengere Maßnahmen schon in der Vorwoche ergriffen? Warum ist da in Österreich nichts passiert? Hat Österreich da was versäumt? Ich glaube, Österreich geht da offenbar einen Mittelweg, mit dem man in Österreich immer wieder gut gefahren ist. Ich glaube auch, dass der Vergleich mit der Schweiz ja nicht ganz gerechtfertigt ist, weil die Schweiz immerhin direkt an die besonders betroffenen Regionen in Italien grenzt und das viel schneller in die Schweiz übergeschwappt ist. Man muss auch dazu sagen, dass diese relativ strengen Maßnahmen in der Schweiz ja offenbar relativ wenig gefruchtet haben, weil die Zahlen in der Schweiz stärker steigen als bei uns. Also ich glaube, der Mittelweg, der hier beschritten worden ist, scheint mir bis jetzt einmal der richtige zu sein. Aber eben, gestern hat er noch die Hand gegeben, ich habe selbst gesehen und erlebt. Heute gibt er nicht mehr die Hand. Es wird sich in den nächsten Tagen, um auch nochmal auf dieses Zitat zurückzukommen, dass es noch weitere Maßnahmen geben wird, das ist zu erwarten. Ja? Und es sollte jetzt jeder wirklich für sich selbst überlegen, wo er sich zurücknehmen kann. Wie eben auch schon geraten worden ist, man sollte nicht jeden Tag in den Supermarkt gehen, sondern vielleicht nur jeden dritten Tag. Man soll sich auch überlegen, ob man spaßhalber mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn kreuz und quer durch die Stadt fährt und und. Also wo man nicht unbedingt hin muss, vor allem unter größeren Menschenmengen, da sollte man sich sehr gut überlegen und dann tunlichst bleiben lassen. Der letzte Aspekt noch, der wirtschaftliche, also die WHO hat ja da etwas losgetreten mit dem Containment, auch um Firmen zu schützen, das haben sie ja deutlich gesagt, damit nicht alle zugleich Grippe haben und auch zugleich Corona haben könnten. Jetzt hört man aber immer mehr, dass Firmen in sehr starke Bedrängnis kommen, weil die Leute nicht mehr zur Arbeit kommen können zum Teil. Glaubst du, dass die Gefahr besteht, dass sich das ins Gegenteil umkehrt, wenn es wirklich nur eine ein bisschen stärkere Grippe ist, aber man so starke Maßnahmen setzt wie dieses Containment, das bis heute hin anhält und eigentlich immer mehr verschärft wird, dass man eigentlich genau das Gegenteil von dem erreicht, was man im Vorhinein beabsichtigt hat? Also die Wirtschaft ist, das spüren wir jetzt ja schon und wir sind wirklich erst am Anfang des ganzen Geschehens schon sehr stark betroffen. Es ist zu erwarten, dass das, wir haben heute mit Konzertveranstaltern gesprochen, da gibt es ja viele kleine Agenturen, die kleine Konzerte veranstalten, die jetzt alle nicht stattfinden können. Das kann für die gleich einmal in wenigen Wochen existenzbedrohend sein. Es wird viele kleine oder mittlere Hotels, Pensionen geben. Es gibt Befürchtungen, dass der Tourismus in Österreich in diesem Jahr einen ganz dramatischen Knick nach unten machen wird. Das kann, wenn jemand nicht kapitalstark ist, kann das lebensgefährlich für das Unternehmen oder für den kleinen Betrieb sein. Also da ist sicher mit vielen Reaktionen zu rechnen. Das wird Arbeitsplätze kosten. Wir haben ja jetzt schon, allein gestern war die Zahl der Kurzarbeiter schon über 10.000. Das wird jetzt jeden Tag rapid ansteigen. Es wird realistischerweise zu Pleiten kommen und da ist die Regierung ganz besonders gefordert, diesen Unternehmen, die jetzt gefährdet sind und diesen Arbeitnehmern, die damit gefährdet sind, tüchtig unter die Arme zu greifen. Klaus Hermann, vielen lieben Dank dafür diese ersten Stimmen. Wie gesagt, alle Fragen konnten wir jetzt da auch nicht beantworten, ist auch unmöglich. Drücken wir die Daumen, dass das Virus uns nicht alle überrollt und bei uns bleiben Sie immer am Ball und top informiert. Auf Wiedersehen, Baba.